Sundance 518, rollen Sie über 24 links. Nehmen Sie Kontakt zum Boden auf. 1. Februar 1991. Flughafen Los Angeles International. 246 auf 270, rufen Sie Los Angeles Departure. Danke, USR 1493. Sie haben Landeerlaubnis für 24 links. Landeerlaubnis 24 links, 1493. Mit 240 Kilometern pro Stunde befindet sich die USR-Maschine mit der Flugnummer 1493 im Anflug auf Landebahn 24 links. Was zum Teufel? Ich deutete auf das Flugzeug und schrie, die USR ist kollidiert. Die Maschine stand komplett in Flammen. Doch das ganze Ausmaß dieser Katastrophe kann sich noch niemand vorstellen. Einem der am häufigsten angeflogenen Flughäfen der Welt ist gerade eine Boeing 737 während der Landung in Flammen aufgegangen. Es war 1991 und der Golfkrieg hatte gerade begonnen. Ich glaube, die meisten im Tower dachten daran und viele vermuteten, dass in dem Flugzeug eine Bombe explodiert war. Während die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle bringen, sucht der Rettungsdienst nach Überlebenden. Etwa 5 Minuten nach dem Vorfall bekamen wir einen Anruf aus einem Rettungsfahrzeug. Zwischen den Trümmern haben sie eine erschreckende Entdeckung gemacht. Deshalb muss genauestens geprüft werden, was in den letzten 15 Minuten vor der Katastrophe geschah. Flug 1493 der USR ist im Anflug auf den Flughafen Los Angeles International. Der Flughafen von LA ist ein zentraler Knotenpunkt für internationale Passagiere. Ich bestätige, Sichtanflug für die USR 1493 ist 24 links. Korrekt, USR 1493. Beim Anflug ist Captain Shaw für den Funkkontakt zuständig. David Kelly, der erste Offizier, übernimmt das Steuer. Die Maschine ist mit 89 Passagieren nicht voll besetzt. Ich kam von einer Geschäftsreise aus Columbus, Ohio. Ich war von den Meetings zum Flughafen Columbus gefahren und in die Maschine der USR gestiegen. Ein Direktflug nach Los Angeles. Ich hatte ein paar schöne Pläne fürs Wochenende. USR 1493, beschleunigen Sie Ihren Senkflug bei 4000, wenn möglich. Auf der Südseite wird eine Maschine über Ihnen vorbeifliegen. Als sich die Boeing 737 Los Angeles nähert, teilt der Fluglotse den Piloten mit, dass sie zügig sinken sollen, da über ihnen eine Maschine vorbeifliegen wird. Okay, ich beschleunige. USR 1493. Die Landungen auf dem Flughafen von Los Angeles sind für die Piloten oft eine Herausforderung. Im Luftraum um den Flughafen herrscht häufig viel Verkehr. Im Schnitt landet oder startet hier alle 50 Sekunden eine Maschine. Es gibt 4 kombinierte Lande- und Startbahnen, die sich an Dutzenden Punkten mit Rollbahnen kreuzen. Dieser Flughafen ist ein regelrechtes Labyrinth, in dem die Piloten auf Anweisung der Fluglotsen immer wieder anhalten müssen. Haben Sie die linke Seite im Blick? Ja. Wir landen auf der 4. USR 1493, danke für Ihre Hilfe. Rufen Sie Los Angeles Tower 133.9.
Gute Nacht. Gute Nacht. Wir gehen runter. Haben Sie das Signal gegeben? Ja, habe ich. In 12 Stockwerken Höhe sitzen die Fluglotsen und beobachten mit Adleraugen die ankommenden und abfliegenden Maschinen. In dieser Nacht war viel los. Viele Flugzeuge waren unterwegs. Wir hatten an dem Abend mehrere Starts und Landungen gleichzeitig. Ein normaler Arbeitstag. Elliot Brann ist Fluglotse für Freigabeerteilung. Der Fluglotse für die Freigabeerteilung muss in erster Linie Flugrouten und Pläne, so wie sie aus dem Computer kommen, an die Piloten weitergeben. Für jeden Flug wird ein Papierstreifen ausgedruckt, auf dem Rufzeichen, Flugzeugtyp und Flugroute stehen. Ich erteile dem Piloten dann die Freigabe und gebe den Streifen mit der Information an den nächsten Fluglotsen weiter. Brian teilt sich die Fluginformationen mit 4 anderen Fluglotsen. 2 Mitarbeiter der Rollverkehrskontrolle überwachen die Maschinen zwischen den Gates und den Start- und Landebahnen. Die Flugplatzkontrolle, der Tower, ist für die landenden und startenden Flugzeuge zuständig. Heute Abend ist Fluglotsin Robin Washer im Tower für die Landebahnen 24 links und 24 rechts zuständig. Mit Hilfe der Papierstreifen behält sie den Überblick über ankommende und startende Maschinen. US Air 23, rollen Sie in Position und halten Sie vor Landebahn 24 links. Halte Position 24 links, US Air 23. 49740 Echo. 246, halten Sie immer noch vor 47? 246, korrekt. Sie sind als nächstes dran. SkyWest 569, rollen Sie los und halten Sie vor Landebahn 24 links. Roger, halten. Flug 1493 der US Air ist etwa 13 Kilometer vom Flughafen Los Angeles entfernt. Die Piloten bereiten die Maschine auf die Landung vor. Luftbremsen. Machen Sie was für Ihr Geld. Alles klar. Bremsklappen sind bereit. Bremsklappen. Als nächstes erfragen die Piloten beim Tower über Funk die Landeanweisungen. US Air 1493, bereit zur Landung. Wings West 5006. Boden. Tower. Robin Washer ist mit anderen Flugzeugen beschäftigt. Sie reagiert nicht auf den Funkruf. SkyWest 569, halten Sie von Landebahn 24 links. Es fährt eine Maschine vorbei. Okay, 24 links Position halten, SkyWest 569. Wings West 5006 Tower. 2166, wir sind jetzt im Anflug. 164.5. 30, grünes Licht, Arretierung. Fahrwerk, Bremsklappen. Noch keine Landeerlaubnis. Nur 6 Kilometer vom Flughafen entfernt hat der Jet der US Air immer noch keine Landeerlaubnis. Sundance 518, rollen Sie über Landebahn 24 links. Rufen Sie Bodenkontrolle 65, wenn Sie die Landebahn verlassen haben. Guten Abend. Captain Shaw funkt den Tower zum zweiten Mal in weniger als einer Minute an. Er braucht von Washer die Landeerlaubnis. US Air 1493 für 24 links. 246 Richtung 270, rufen Sie Los Angeles Departure. Gute Nacht. Doch sie ist noch immer mit anderen Maschinen beschäftigt. 1000 Fuß Höhe. Flug 1493 ist nun eine Minute von der Landebahn entfernt. Der letzte Teil des Anflugs wird auch als Short Final bezeichnet. Wenn andere Flugzeuge Priorität haben, kann es sein, dass man bis zum Short Final keine Landeerlaubnis erhält. Danke, US Air 1493. Sie haben Landeerlaubnis für 24 links. Landeerlaubnis für 24 links, 1493.
Sieht gut aus. Sie sind bei 500. Was zum Teufel? Die 737 der US Air hat kaum aufgesetzt, als sie in Flammen aufgeht und auf dem Flughafen Los Angeles International zerschellt. Ich sah, wie die US Air-Maschine aufsetzte. Und nach etwa einem Drittel der Landebahn an der Rollbahn 45 stand das Flugzeug komplett in Flammen. Der Aufseher rannte an mir vorbei und setzte einen Notruf ab, um die Einsatzfahrzeuge zu alarmieren. An Bord der Maschine bricht Panik aus. Es war ein lautes Krachen zu hören. Und dann schoss ein unglaublicher Funkenregen an meinem Fenster vorbei. Oh Gott. Rosa Reynoso arbeitet als Zivilpolizistin bei der Flughafenpolizei. Wir sahen das Flugzeug in Flammen stehen. Mein Kollege und ich waren etwa 500 Meter entfernt. Alarm 33, Landebahn 24 links. Ich wiederhole, Alarm 33. Die ersten Momente waren sehr beängstigend, sehr chaotisch. Ich dachte nur, oh Gott, es müssen Menschen gerettet werden. Wo sind Feuerwehr und Polizei? Ich brauche Hilfe. Das ist ein schlimmer Unfall. Im Tower bleibt keine Zeit für Überlegungen. Weitere Maschinen wollen landen. Die Fluglotsen müssen sie sicher zu Boden bringen. Wings West 5212. Wind 240 auf 8. Sie erhalten Landeerlaubnis für Landebahn 24 rechts. Seien Sie vorsichtig, auf einer Landebahn ist gerade eine Maschine in Flammen aufgegangen. Die Kabine der Maschine des Flugs 1493 füllt sich mit giftigem Rauch. Einige Passagiere eilen zur Tür am hinteren Ende der Maschine. Ich lief etwa 7 oder 8 Reihen weiter und traf auf eine Gruppe von anderen Passagieren, die im Gang standen und sich nicht bewegten. Ich dachte mir, es muss eine Öffnung an der Vorderseite des Flugzeugs geben, durch die diese riesigen Mengen Rauch so schnell in das Flugzeug eindringen können. Also stolperte ich vorwärts in den Bereich des Cockpits und auf beiden Seiten des Flugzeugs loderten riesige Flammen. Ich dachte nur, oh Gott, du hast keine Chance, aus diesem Flugzeug zu entkommen. David, du steckst in der Falle. Einige haben es bis nach draußen geschafft. Rosa Reynoso kam als Erste zum Unglücksort. Das Feuer loderte. Es war sehr, sehr heiß. Wir verglühten fast. Sie muss schnell handeln, um die Passagiere vom brennenden Wrack wegzubringen. Die Passagiere versuchten, durch die Notausgänge des Flugzeugs zu entkommen. Diese waren jedoch von Feuer umgeben, sodass manche Leute, die eigentlich unverletzt waren, aus dem Flugzeug ins Feuer sprangen. Weitere Einsatzleute kommen innerhalb von Minuten an. Die Passagiere springen aus dieser Tür. Manche Leute brannten. Andere hatten Kratzer oder Schnittwunden. Einige gebrochene Beine. Es war sehr traumatisch. Aber man funktioniert einfach weiter. Man ist sich bewusst, dass man das Richtige tun und diese Menschen retten muss. David Koch ist noch im Wrack. Plötzlich sah ich Licht durch einen Spalt und Gott, es war ein Wunder. Der Spalt öffnete sich und mir wurde plötzlich klar, dass ich die Tür der Bordküche geöffnet hatte.
Doch nun steht er vor einer weiteren Herausforderung. Durch das Feuer und den Rauch kann er nicht einmal den Boden sehen. Ich dachte mir, was soll's? Und sprang ins Freie. Ich landete auf dem Boden und kroch dann auf allen Vieren weg vom Flugzeug. Ich fühlte mich schuldig, dass ich nicht ins Flugzeug zurückgegangen war und die anderen aufgefordert hatte, mir zu folgen. Aber ich sagte mir, wenn ich zurückgegangen wäre, wäre ich vielleicht ohnmächtig geworden und dort gestorben. So komme ich damit klar, dass ich mich selbst rettete, ohne den anderen zu helfen. Während die Suche nach Überlebenden weitergeht, machen die Feuerwehrleute einen verblüffenden Fund. Hier ist Rettungseinheit 1. Unter den Trümmern war ein Propeller. Die Entdeckung des Propellers bedeutet Furchtbares. Es sind zwei Flugzeuge. Nach dieser Information versuchten wir herauszufinden, ob ein Flugzeug fehlte und wenn ja, welches. Wir untersuchten die Papierstreifen von den Flugzeugen, die schon gestartet waren, und dann die von denen, die noch auf Erlaubnis warteten. Dann fragten wir bei der Abflugkontrolle an, mit welchen sie in den letzten 5 bis 6 Minuten gesprochen hatten. Was ist mit SkyWest 5569? Nein, wir haben nichts gehört. SkyWest 569, rollen Sie los und halten Sie vor Landebahn 24 links. 24 links, Position halten. SkyWest 569. Die Mitarbeiter können alle Maschinen lokalisieren, außer der SkyWest 5569. Es ist ein Fairchild Metroliner auf dem Weg nach Palmdale, Kalifornien. Die Einsatzkräfte finden überall auf der Landebahn 24 links Teile des kleineren Flugzeugs. 12 Menschen waren an Bord. Keiner von ihnen überlebte. Das Flugzeug wurde zwischen der US Air 1493 und einem Gebäude neben der Landebahn zerquetscht. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, da ist noch ein zweites Flugzeug und wir haben es nicht einmal bemerkt. An Bord der großen Maschine ist die Opferzahl noch höher. 22 Menschen sind tot. Der erste Offizier Kelly überlebt, Captain Shaw nicht. Das Unglück lenkt das Interesse der Medien auf den Flughafen Los Angeles. Auf den amerikanischen Flughäfen bilden Start und Landung laut der Piloten den gefährlichsten Teil des Fluges. In den Monaten und Jahren vor dem Unfall entwickelte sich das zunehmende Flugaufkommen auf dem Flughafen von Los Angeles zu einem Sicherheitsrisiko. Auf dem Flughafen von L.A. wird es häufig knapp. 33 Mal kam es in den letzten 4 Jahren beinahe zu Kollisionen. Das ist einmal alle 1,5 Monate. Der Unfall zeigt, dass die Sicherheitsrisiken beseitigt werden müssen. Die US-Flugsicherheitsbehörde NTSB schickt ein Team an den Unfallort. Uns bot sich ein schrecklicher Anblick. Die Vorderseite des Flugzeugs hatte das Gebäude nebenan regelrecht aufgespießt. Nach genauerem Hinsehen sahen wir darunter Teile eines anderen Flugzeugs. Die Sachverständigen finden heraus, dass die beiden Flugzeuge an einer Kreuzung auf der Landebahn 24 links aufeinanderprallten. Der Unfall ereignete sich, weil sich 2 Maschinen gleichzeitig auf der Landebahn befanden. Die Landebahn war besetzt. Das sollte eigentlich nie passieren, wenn eine Landeerlaubnis erteilt wird. Kollisionen auf den Start- und Landebahnen zu vermeiden, gehört zu den Prioritäten der NTSB-Ermittler. Seit 1990 sind Störungen auf den Start- und Landebahnen eines der größten Probleme für die gesamte Branche.
Eine Störung bedeutet in dem Fall einfach, dass sich Objekte auf einer Start- oder Landebahn befinden, während diese benutzt wird. Einige der schwersten Flugzeugkatastrophen ereigneten sich auf Start- und Landebahnen. Im März 1977 starben 583 Menschen auf Teneriffa bei einer Kollision von zwei Boeing 747 auf der Landebahn. Im Januar 1990 kollidierte eine Beechcraft King Air 100 beim Landeanflug auf Atlanta mit einer Boeing 727. Im selben Jahr stürzte eine Boeing 727 in Detroit in eine DC-9 mit 44 Menschen an Bord. Zu Störungen auf den Start- und Landebahnen kommt es aufgrund von Fehlern in bestehenden Systemen. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Eine Regel wurde nicht befolgt. Irgendeine Unachtsamkeit ist immer dabei, wenn so etwas passiert. Welche dieser Maschinen erhielt Landeerlaubnis für 24 Links? Die Ermittler müssen herausfinden, wieso sich auf dieser Landebahn zwei Flugzeuge gleichzeitig befanden. Eines unserer Hauptziele war herauszufinden, welcher Fehler zu diesem Unfall geführt hat. Ein Teil der Antwort auf diese Frage könnte sich im Wrack befinden. Aber 24 Stunden nach dem Unfall kommen die Untersuchungen zum Erliegen. An Bord der 737 befindet sich zu viel Kerosin. Ein Betreten des Wracks ist zu gefährlich. Die Maschine hatte knapp 3000 Kilo Treibstoff an Bord. 3800 Liter. Wie lange wird das dauern? Am Samstag wurde das Kerosin aus dem Wrack gepumpt und der ganze Vorgang dauerte ziemlich lange. Es hat fast den ganzen Tag gedauert, bis die Feuerwehr den Zutritt freigeben konnte. Da auf dem gesamten Flugfeld Teile der Maschinen verstreut sind, kann nur die Hälfte des Flugverkehrs stattfinden. Zwei der vier Start- und Landebahnen sind geschlossen. Die Reisenden stecken im Chaos fest. Als die NTSB-Ermittler das Wrack endlich untersuchen dürfen, ist der Druck enorm. Die Mitarbeiter müssen alle Informationen rasch bergen, damit der Flughafen die Landebahnen so schnell wie möglich wieder freigeben kann. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf zwei Dinge. Es muss herausgefunden werden, wie es zu dem Unfall kam und warum so viele Passagiere im brennenden Flugzeug festsaßen und sterben mussten. Wir wussten nicht, was genau passiert war. Wir hatten keine Aufnahmen. Aber es gab Streitereien, weil sich einige Leute an den anderen vorbeidrängeln wollten. Was noch schlimmer ist, einer der Notausgänge, der sich im Flugzeug befindet, wird nicht für den Ausstieg genutzt. Gemäß den Anweisungen auf der Karte mit den Sicherheitsinformationen muss man die Tür nach außen drücken. Es wurde falsch gehandhabt. Ich nehme an, dass der Ausgang über dem rechten Flügel durch die Luke versperrt war. Die NTSB-Ermittler schließen daraus, dass dieser versperrte Notausgang dazu führte, dass viele der Passagiere nicht entkommen konnten. Sie fanden keinen Ausgang und wurden vom giftigen Rauch im Flugzeug ohnmächtig. Während ein Teil des Teams vor Ort das Wrack untersucht, konzentrieren sich andere auf die Fluglotsen. Zuerst sehen wir uns die Kommunikationsinstrumente an. Dann überprüfen wir die Abläufe und welche Regeln es gibt. Und ob sich alle daran gehalten haben. Um mehr herauszufinden, untersuchen die NTSB-Ermittler die Bänder mit den Aufzeichnungen der Gespräche zwischen den Piloten und den Fluglotsen. Die Ermittler fragen sich, welche Anweisungen den Piloten kurz vor dem Unfall gegeben wurden. Sie wollen außerdem wissen, was die Crews in diesen entscheidenden Sekunden sagten. Folgten die Piloten ihren Anweisungen?
Die Stimmenrekorder aus den Cockpits sollten darüber Aufschluss geben. Doch dann erreichen Bob McIntosh schlechte Nachrichten zum SkyWest Metroliner. Kein Stimmrekorder? Na toll. Als wir uns das Bordequipment ansahen, stellten wir fest, dass sich an Bord der SkyWest 569 kein Stimmenrekorder befand. Das war eine große Enttäuschung. Zur Zeit des Unglücks war es auf regionalen Flugstrecken noch nicht vorgeschrieben, einen Stimmenrekorder an Bord zu haben. Die Gespräche mit der SkyWest wurden nur vom Tower aufgezeichnet. Okay, Position halten, SkyWest 569. Die beiden Piloten sprachen sicher miteinander und hörten in ihrem Cockpit die Informationen über den Flugverkehr ab. Das wären sehr wichtige Informationen gewesen, die wir nun leider nicht hatten. Mit den Bändern der Flugsicherung und nur einem Stimmenrekorder versuchen die Ermittler herauszufinden, welche der beiden Maschinen tatsächlich die Erlaubnis zur Benutzung von Landebahn 24 links erhielt. Die Antwort wird beunruhigende Fragen zur Sicherheit aller Passagiere auf dem Flughafen Los Angeles aufwerfen. 246, halten Sie immer noch vor 47? Die Nachforschungen zum tödlichen Unfall konzentrieren sich auf das Gespräch von Robin Washer mit den beiden Maschinen. Die Ermittler beginnen mit dem kleineren Flugzeug. 23, rollen Sie in Position. Einige Minuten vor dem Unfall warteten die Piloten des Metroliners auf die Starterlaubnis. Das ist Philippinen 102. SkyWest 569, halten Sie vor Landebahn 24 links. Es fährt eine Maschine vorbei. Mit Hilfe der Bänder können wir uns wie ein Fluglotse vor Ort vorstellen, welche Positionen die Maschinen hatten. Die Piloten der SkyWest Metroliners lenkten ihr Flugzeug in Richtung Startbahn und hielten vor der Kreuzung 45. Sie mussten warten, bis ein anderes Flugzeug die Startbahn passiert hatte. Okay, 24 links, Position halten, SkyWest 569. Okay, halt an der Stelle an. Durch die Bänder der Flugsicherung wissen die NTSB-Ermittler, dass die Piloten des Metroliners die Anweisungen korrekt befolgt hatten. Machen wir weiter. Die Ursache des Unfalls muss also anderenorts liegen. Die Ermittler untersuchen die Aufzeichnungen weiter. Sie hören sich das Gespräch zwischen Washer und den Piloten der US Air-Maschine an. User 1493 für die linke Seite, 24 links. Danke, USR 1493, Sie landen auf 24 links. Die USR 1493 erhielt Landeerlaubnis für dieselbe Landebahn, auf der immer noch die SkyWest 569 stand und wartete. Landeerlaubnis 24 links, 1493. Die SkyWest 569 ist an der Kreuzung 45. Wie lange schon? Eine Minute und 7 Sekunden. Die Aufzeichnungen der Flugsicherung zeigen, dass Robin Washer dem Piloten der US Air und dem der SkyWest Metroliners Anweisungen gab, dieselbe Landebahn zu benutzen. Links Bodenkontakt. Was zum Teufel? Bei der Untersuchung der Sprachaufzeichnungen versuchten wir uns in die Lage der Fluglotsin zu versetzen. Was hat sie gesehen? Was hat sie gehört? Was hat sie getan? Die Ermittler müssen herausfinden, was Robin Washer im Moment des Unglücks tat. Sie untersuchen die anderen Maschinen, die sie zu dem Zeitpunkt einwies. Wings West 5006, rollen Sie über Landebahn 24 links. Sie stellen fest, dass Washer kurz vor dem Unfall den Überblick über einige Maschinen verlor. Gilt das für Philippinen 102? Nein, Sir, warten Sie.
Wings West 5006, rollen Sie über Landebahn 24 links. Wings West 5006 war eine Maschine, die am nördlichen Ende der Landebahn 24 links wartete und sie in Richtung Süden überqueren wollte. Wings West 5006, Boden, Tower. Doch als sie bereit war, das Flugzeug durchzulotsen, reagierte die Crew nicht. Washer verbrachte fast eine Minute damit, den Funkkontakt mit der Crew, die die Landebahn überqueren wollte, wiederherzustellen. Kann ich den Rest davon hören? Wings West 5006 wieder da. Wir hatten die Frequenz geändert. Entschuldigung. Sie teilten ihr mit, dass sie versehentlich auf einer anderen Frequenz gewesen waren. 5006, ich empfange Sie wieder. Die Änderung der Frequenz war ein Versehen. Und das hat die Fluglotsin verwirrt. Ich dachte, ich habe sie verloren. Dachten wir auch. Entschuldigung. Kein Problem. Doch die Ermittler stellen fest, dass das nicht die einzige Maschine war, auf die sich Robin Washer vor dem Unfall konzentrierte. Tower Wings West 5072 ist startklar. Wings West 5072? Während die US Air 1493 weniger als eine Minute von der Landung entfernt ist, hört Washer von einer weiteren Wings West Maschine, Flug 5072. Für uns ist offensichtlich, dass sie, als die Wings West 5072 sie anfunkte, sie nicht wusste, um welche Maschine es sich handelte. 5072, sind Sie an der 47 oder auf der Startbahn? Auf der Startbahn. Okay, warten Sie. Roger, wir warten. Die Ermittler müssen Robin Washer persönlich befragen. Ich konnte den Kontrollstreifen des Flugs nicht finden. Sie wollen herausfinden, warum sie von einer der Maschinen, für die sie zuständig war, nichts wusste. Ich konnte den Kontrollstreifen nicht finden und fragte meine Vorgesetzte. Hansita? Ich suche den Streifen einer Wings West 5072. Sie erklärt, dass sie dabei war, den Streifen einer anderen Maschine zu suchen, als die Piloten des Metroliners auf der Startbahn auf Erlaubnis zum Abflug warteten. Noch bevor sie ihre Unterlagen sortieren konnte, stürzte Flug 1493 der US Air von hinten in den Metroliner. Was zum Teufel? Die NTSB-Ermittler wissen nun, dass menschliches Versagen eine große Rolle bei der Katastrophe spielte. Tatsächlich hat Robin Washer, als sie der US Air-Maschine Landeerlaubnis erteilte, einfach vergessen, dass der Metroliner noch auf der Landebahn wartete. Das ist eine Situation, die kein Fluglotse erleben will. Man wird sein ganzes Berufsleben lang darauf geschult, genau so etwas zu vermeiden. Man kann nicht beschreiben, was in einem Menschen vorgeht, wenn es dann doch passiert. So etwas könnte grundsätzlich jedem passieren. Wir sind alle nur Menschen. Nach dem Unfall kündigte Washer ihre Arbeitsstelle am Flughafen Los Angeles und arbeitete nie wieder als Fluglotsin. Doch die Ermittler sind sich sicher, dass es neben dem fatalen menschlichen Fehler noch weitere Ursachen für den Unfall gegeben haben muss. Im Zuge der Unfallermittlungen könnte man verleitet sein, die gesamte Schuld einer Person zuzuschreiben. Aber eigentlich geht es darum, sich zu fragen, wie ist es eigentlich so weit gekommen? Was kann man tun, um so etwas in Zukunft zu vermeiden? Antworten auf diese Fragen ergeben sich, als die NTSB-Ermittler die täglichen Abläufe im Tower in den Wochen vor dem Unglück untersuchten. Das ist typisch. Man weiß nicht, dass man ein Problem hat, bis etwas passiert. Es stellt sich heraus, dass 7 Monate vor der Kollision eine Katastrophe am Flughafen Los Angeles nur knapp verhindert werden konnte. Eine landende DC-10 flog knapp über einen Airbus hinweg, der auf der Landebahn wartete. Der Flughafen Los Angeles war schon lange für seine Störungen auf den Start- und Landebahnen bekannt. Veränderungen waren längst überfällig.
Die Fluglotsen des Flughafens legen Dokumente vor, die belegen, dass die Behörden gleich nach dem knapp verhinderten Unfall über den Personalmangel im Tower informiert wurden. Sie erklären außerdem, dass einige Bereiche um die nördlichen Start- und Landebahnen vom Tower aus nicht einzusehen waren, weil ein Lichtmast im Weg stand. Wir stiegen hinauf in den Tower. Wir setzten uns auf die Plätze der Fluglotsen und sahen aus dem Fenster. Die Sicht für die Fluglotsen war tatsächlich teilweise verdeckt. Es gab da einen Lichtmast für das Flughafenvorfeld und durch das Licht wurde man auf dem Platz geblendet. Vielleicht konnte Robin Washer den SkyWest Metroliner gar nicht sehen, als er auf der Landebahn stand. Die NTSB-Ermittler prüfen, auf welche Weise sie das vergessene Flugzeug sonst noch entdeckt haben könnte. Das Bodenradar wird normalerweise bei schlechter Sicht verwendet. Es ist ein Hilfsmittel, mit dem der Fluglotse, wenn er möchte, vor Ort eine visuelle Bestätigung über den Aufenthaltsort einer Maschine bekommt. Das Bodenradar überwacht alle Flugzeuge und Bodenfahrzeuge, die sich im Bereich des Flughafens befinden. Doch in der Nacht des Unglücks funktionierte das System nicht. Sie halten Position, korrekt, Sir? Ja, wir halten Position. Das Bodenradarsystem war immer wieder defekt. Mal funktionierte es, mal nicht. Das bereitete der Flughafenleitung großes Kopfzerbrechen. Das System war nicht sehr zuverlässig. Wir stellten immer wieder die Forderung, es schnellstmöglich zu reparieren und zu modernisieren. Nachforschungen ergeben, dass das Flughafenpersonal nur 4 Tage vor dem Unfall bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde darum gebeten hatte, dem immer wieder ausfallenden Radarsystem höchste Priorität einzuräumen. Am Antriebsmechanismus des Radars befanden sich einige Ersatzteile, Ringe und Zahnräder, die nach Maß neu angefertigt werden mussten, da sie sich beim Rotieren der Antenne regelmäßig abnutzten. Bei der Erörterung des Problems fanden wir heraus, dass Los Angeles bereits 1988 ein neues System hätte bekommen sollen. Aber dieser Zeitpunkt war verstrichen und es war nicht sicher, für wann die Einrichtung eines neuen Systems geplant war. Das Bodenradar war außer Betrieb und durch das blendende Licht des Lichtmasts konnte Robin Washer die Landebahn nicht einsehen. Unter diesen Umständen waren ihre Chancen, den Fehler zu bemerken, äußerst gering. Die Ermittler konzentrieren sich als nächstes auf die Ereignisse im Cockpit der US Air-Maschine. Sie fragen sich, warum die Piloten den Metroliner nicht gesehen und die Landung abgebrochen hatten. Die meisten Piloten würden zustimmen, dass es zu unseren Aufgaben gehört, die Landebahn vor der Landung nach Flugzeugen oder anderen Hindernissen abzusuchen. Wie alle Flugzeuge ist auch der Metroliner mit Lichtern ausgestattet, damit man ihn nachts besser sehen kann. Es befinden sich Positionslichter an den Tragflächenenden und am Heck, Navigationslichter an den Tragflächen und ein farbiges Warnlicht am Seitenruder. Wir stellten Untersuchungen zur Beleuchtung der SkyWest-Maschine an und fanden heraus, dass laut Flugbetriebshandbuch bei dieser Fluggesellschaft die Blitzlichter normalerweise erst nach der Starterlaubnis eingeschaltet werden. Es war sonst keine Beleuchtung vorgeschrieben? Okay, danke. Der Metroliner hatte noch keine Erlaubnis zum Starten. Also waren die einzigen Lichter, die eingeschaltet waren, die Navigationslichter an den Tragflächen und am Heck sowie das Positionslicht am Heck. Die NTSB-Ermittler versetzen sich mit Hilfe eines Helikopters in die Lage der US Air-Piloten, als sie sich der Landebahn 24 links näherten.
Wir stellten den Landeanflug nach, um zu bestätigen, was wir als Grund für eine schlechte Sicht vermuteten. Sie positionierten einen Metroliner auf der Landebahn an derselben Stelle, an der es zur Kollision kam. Tatsächlich konnten wir das wartende Flugzeug an den Positionen 45 und 47 nicht sehen. Man konnte es einfach nicht sehen. Sieht gut aus. Die Untersuchungen ergeben, dass die Beleuchtung des Metroliners dieselbe Farbe und Helligkeit hatte wie die der Landebahn. Möglicherweise war dieses Flugzeug für die Piloten der US Air vollkommen unsichtbar. Sie sind bei 500. Vor allem das Antikollisionslicht musste in diesem Lichtermeer völlig untergehen. In den offiziellen Berichten der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde wird als Ursache für den Unfall das Versagen eines Fluglotsen angegeben. Unser Job ist es, herauszufinden, warum ein Unfall passiert ist. Man kann es Ursache nennen oder Ursachen oder dazu beitragende Faktoren. Unsere Aufgabe ist beendet, wenn Vorkehrungen gegen zukünftige Unglücke getroffen worden sind. Das Verhindern von Unfällen auf den Start- und Landebahnen des Flughafens Los Angeles sollte sich noch als größere Herausforderung herausstellen, als die Ermittler sich vorgestellt hatten. Der Zusammenstoß von Flug 1493 der US Air mit einem SkyWest Metroliner versetzt die Öffentlichkeit in Aufruhr. Der Unfall scheint ein Beweis dafür zu sein, dass die Fluglotsen das wachsende Flugaufkommen in Los Angeles nicht mehr bewältigen können. Laut Ermittlungsergebnissen war eine der Ursachen des Unglücks, dass die Fluglotsin Robin Washer den Überblick über die Maschinen in ihrem Zuständigkeitsbereich verlor. Doch die Untersuchungsergebnisse deuten auch auf ein Versagen der technischen Einrichtungen der Flugsicherung hin. In den Monaten und Jahren nach dem Unfall wird das Flugsicherungssystem nach und nach verbessert, um Los Angeles International zu einem sicheren Flughafen zu machen. Das ständig defekte Bodenradarsystem wird schließlich durch ein neues ersetzt. Heute haben wir ein modernes System im Tower. Alle landenden und startenden Maschinen sowie alle, die auf den Rollbahnen unterwegs sind, bekommen ein eigenes Rufzeichen. So können jederzeit alle Maschinen identifiziert werden. Mittlerweile gelten neue Richtlinien zur Verwendung der Kontrollstreifen, mit deren Hilfe die Flugzeuge im Tower koordiniert werden. Die Rollverkehrskontrolle sortiert die Streifen nun, bevor sie an die Platzverkehrskontrolle weitergereicht werden. Durch das Vier-Augen-Prinzip werden die Fluglotsen der Flugplatzkontrolle entlastet. 5 Jahre nach dem Unfall wird auf dem Flughafen von LA ein neuer Tower gebaut. Der Tower ist 16 Stockwerke höher, 3-mal so groß wie der alte und bietet den Fluglotsen freie Sicht. Außerdem gibt es neue Regulierungen zur Beleuchtung von Flugzeugen. Vorschrift ist, dass die Piloten die komplette Beleuchtung einschalten, bevor sie auf die Startbahn fahren. Doch trotz aller Vorkehrungen steigt die Zahl der Störungen auf den Start- und Landebahnen des Flughafens Los Angeles International weiter. In den 90ern und auch nach 2000 kam das häufiger vor. Ich würde sagen, der Flughafen Los Angeles war einer der Flughäfen mit den meisten Störungen dieser Art. 10 Jahre nach dem Unglück ereigneten sich auf dem Flughafen Los Angeles mehr Störungen auf Start- und Landebahnen als auf jedem anderen Flughafen in den USA. Die Störungen liegen im zweistelligen Bereich und fast jedes Jahr sind schwerwiegende Fälle dabei. 2007 gab es 21 Störungen auf den Start- und Landebahnen. Die amerikanische Luftfahrtbehörde arbeitet an einem neuen Beleuchtungssystem für die Start- und Landebahnen, das die Maschinen auf Abstand halten soll.
Das neue System heißt Runway Status Lights und besteht aus verschiedenen Lichtern, die am Eingang der Rollbahnen oder direkt auf den Start- und Landebahnen angebracht werden. Das System ist vollautomatisch. Es verwendet eine Reihe von roten Lichtern, die direkt auf den Roll-, Start- und Landebahnen angebracht sind. Die Lichter warnen die Piloten bei entgegenkommendem Verkehr. Leuchten die Lichter rot, weiß der Pilot oder der Fahrer von Bodenfahrzeugen, dass es nicht sicher ist, diese Strecke zu befahren. Rot signalisiert, dass ein Flugzeug entweder startet oder landet, sich auf der Start- oder Landebahn also eine andere Maschine befindet. Runway Status Lights ist eines der effektivsten Systeme, die es gibt, um ernste Störungen auf den Start- und Landebahnen zu verhindern. Im April 2009 wurde diese Technik am Flughafen Los Angeles International installiert. In Dallas-Fort Worth sowie San Diego setzt man ähnliche Systeme ein. Bis 2011 wird das Runway Status Light System ein wichtiger Bestandteil dutzender Flughäfen in den USA sein. Heute verwenden wir am Flughafen von Los Angeles ein viel besseres System als 1991. Es wurde verbessert und ist jetzt viel zuverlässiger. Die Fluglotsen verfügen heute über sämtliche Technik, die sie benötigen, um die Flugzeuge sicher zu leiten. Auch wenn selbst die neuesten Technologien keine hundertprozentige Sicherheit garantieren können, haben die Verbesserungen am Flughafen Los Angeles das Vertrauen der Passagiere wiederhergestellt. Auch das jener, die Flug 1493 miterlebten. Ich lag einige Tage auf der Intensivstation eines örtlichen Krankenhauses. Ich hatte Albträume, auch noch lange nach meiner Entlassung. Aber jetzt geht es mir gut. Ich habe kein Problem damit, in ein Flugzeug zu steigen und zu fliegen. Mein Vertrauen in die Fluggesellschaften ist groß.